Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich habe doch richtig gehört. Ich habe hier irgendwo Kirchenglocken gehört. Ich kann bloß nirgendwo eine Kirche entdecken. Wie dem auch sei. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Hier 408 Kilometer. Von daher werden wir uns jetzt mal ein bisschen auf den Weg machen. Update hat es tatsächlich nicht gegeben. Das wird dann wahrscheinlich in der Nacht gekommen sein, bevor ihr dieses Video seht. Ich hoffe, wir können mir folgen. So. Lange Mittagspause, da kann man das mal einmal nutzen. Weil ich die Videos jetzt etwas anders aufnehme, dauert offensichtlich das Rendern auch länger. Komischerweise. Da wollen wir mal gucken. Ich habe sonst MKV aufgenommen, umgewandelt in MP4 und das Ganze dann hochgeschaufelt. So, mittlerweile bleibt es MKV und von daher. Da ist ein Dörfchen. Guck mal, die haben vielleicht auch eine Kirche, die da eben gebimmelt. Da ist die Kirche, die gebimmelt hat. Na, gucke mal einer an, wa? So. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Force Feedback jetzt nochmal zurückgestellt. Ich müsste die Empfindlichkeit nochmal wieder ein bisschen nachstellen. Aber ansonsten kann man da schon wieder einiger... Ach, leck mich doch. Kann man da schon wieder einigermaßen mit leben. Da muss ich mir nur überlegen, was ich heute Abend essen will. So. Ah, viel los auf dieser Strecke hier, du. Überall stehen sie und hat's geknallt. Und guck mal, da vorne kommt schon wieder ein Stückchen Autobahn, was wir noch nicht gefahren sind. Bleib mal schön stehen hier. Oh ne, kannst ja fahren. Ja, so einen gewissen Lenkwiderstand hat man jetzt hier wieder. Passt. Eigentlich kann der uns nicht blitzen. Wir verstecken uns ja hinter dem. Und der hat mich fast abgedrängt hier, der Eimer. Kollege, du guckst aber auch mal, wenn du fährst, ne? Einfach rüberziehen ist ja nicht so die feine englische Art. Wo wir schon mal in Großbritannien sind. So, und jetzt bedrängt er mich auch noch. Der, seht ihr das? Der bedroht mich. Dass der mit Auflieger schneller ist als ich ohne. Das ist schon eine Frechheit. Da war ein Hopperle an der Straße. Deswegen habe ich ein bisschen gezögert. Junge, Junge, Junge. Hier haben wir mehr Macken in der Straße. So, hier waren wir offensichtlich schon mal. Das eine Stück da vorne, das wurde offenbar neu gemacht. Ich sollte nicht so viel offensichtlich sagen. Klingt bescheuert. So, und immer schön Blick auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Da, 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 da. So. Einkommen 71.000. Na guck mal, da sind die ganzen Bußgelder doch schon wieder drin. Ulf ist aufgestiegen.
Noch mehr Einkommen, 24.000, so kann das doch weitergehen. Können wir uns doch mal blitzen lassen hier. Ich glaube, wenn man wirklich den ETS fährt, ohne dass man sich irgendwelche Angestellten oder so holt, hast du es schwerer. Was ist das denn für eine Mordsbrücke da oben? Alter Verwalter, war die schon immer da? Ups. Ich war so fasziniert, dass ich fast gegen die Leitplanke geballert bin. Aber gesehen haben müssen wir die ja schon mal. Wir waren ja schon mal hier. Aber man kann sich halt nicht dran erinnern. Da vorne lebt was. Guck mal an. Also ich kann mir vorstellen, wir haben heute... Was haben wir? Wir haben Dienstag schon. Könnte ein Update kommen. Montag kein Update, okay? Ja, die Mods laufen ja auch im Multiplayer. Den habe ich jetzt so noch nicht angetestet. Das können wir aber auch durchaus mal machen, wobei ich dann im Multiplayer allein unterwegs wäre. Das machen wir auch mal. Sobald wir diese Tour hier durch haben, starten wir mal einfach in den Konvoi-Modus. Nenne ich ihn jetzt mal. Guck mal, fahren wir nicht so schnell da rechts, ne? So. Ja, Södele. Ja, das ist die hier. Ups. Also ein bisschen nachstellen muss ich das noch jetzt, damit es wieder etwas straffer wird, weil ich hatte das zurückgesetzt. Aus dem Grund, irgendwie hat das Spiel mein Lenkrad nicht erkannt. Das ging dann aber auch erst nach dem Windows-Neustart wieder. Von daher, alles gut. Ich muss nur die Einstellung wieder dahin bringen, wo ich sie gehabt habe. Aber ansonsten, ja. Ich weiß gar nicht, mit welcher Version ich damals angefangen bin. Die ersten Videos. 1.26 oder sowas. Das war bei der 1.42. So. Hier waren wir auch schon. Hier ist langweilig. Mal, dass wir da eine schöne Fracht bekommen. Im Prinzip fällt das gar nicht auf, ob wir da hinten was dran haben oder nicht. So, hier begeben wir uns wieder auf ein neues Terrain. Wir mal, wie sich das hier an dieser Ausfahrt verhält, ob wir das alles gelb bügeln oder was hier passiert. Alles. Und wir müssen aber mal tatsächlich was gucken. So, pass auf. Wir könnten hier jetzt einen Abstecher machen. Wir könnten einmal Newcastle fertig machen und wir könnten hier Carlisle auch fertig machen. Das wäre jetzt nicht so viel. Und hier oben ist, glaube ich, ist das alles neu. 4 und 5. Warte mal, Route zurücksetzen. Genau. Und würden dann halt auch hier oben natürlich weitermachen und dann vielleicht hier runterfahren nochmal nach. Ne, wir machen das anders. Edinburgh, hier oben ist noch ein kleiner Bogen. Hier sind noch ein paar Straßen, die können wir dann abfahren. Fahren wir einmal im Kreis. Wir würden jetzt aber hier tatsächlich einmal abbiegen nach Newcastle.
Eventuell mache ich das andere da oben dann aber auch. Das war mir klar. Kannst du nicht bremsen? Das andere kann ich dann aber auch zwischen den Folgen machen. Boah, das war... Alter. Junge, Junge, Junge. Ja, ich muss das nachstellen. Das ist... Ich habe das eben durch Zurücksetzen rausgenommen. Das ist eindeutig zu wenig. Warum mache ich das Ganze? Habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, aber nicht jeder guckt jedes Video komplett zu Ende, wie auch immer. Es gibt eine Challenge über Steam, wonach du die Karte 100% abgedeckt haben sollst, damit du eben entsprechend Punkte bekommst. So, nicht abgedeckte Strecken werden grau markiert und abgefahrene Strecken in gelb. So habe ich es eingestellt. So, das heißt, ich werde alles abfahren, was hier irgendwie jetzt in irgendeiner Art und Weise grau ist. Hier passt es im Übrigen auch ganz gut. Hier ist eine Werkstatt, die haben wir noch nicht entdeckt. Die werden wir jetzt direkt mal einmal testen, indem wir unseren LKW zur Reparatur dort reinfahren. Da waren wir ein bisschen flott unterwegs. So, Wartung. Reparieren. Jetzt ist der wieder schön. Und jetzt können wir weiterfahren, haben das Werkstellengelände hier entdeckt. Und wie kommen wir da oben hin? Auf das Gelände. Da wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir dort... Ja, da sieht man auch die Auffahrt. Ich habe mir auch gerade repariert. Kann man ja direkt wieder kaputt fahren. So, von da kommt nichts. Schnibbeln wir hier mal einmal drauf. Siehste. Auch fertig. So, dann... Weiter. Wir haben uns jetzt falsch eingeordnet, aber das macht nichts. Hier ist wieder eine Arbeitsagentur. Da werden wir auch mal einmal drauf fahren aufs Gelände, dass wir die haben. Man hätte damals die Karte, als es die erste gab, die hätte man direkt abfahren sollen, weil mittlerweile wird es ja echt... Echt schwierig. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Irgendwie hatte ich dieses Erlebnis heute schon mal. So, hier ist auch noch eine Firma. Da kommen wir jetzt so aber nicht drauf. Weil die Einfahrt da hinten ist. Das ist eben hier. So, dann ist hinten in der Kurve noch was. Das ist ein Hotel. So, hinten kommt nichts.
im Grunde genommen eben auf die Karte gucken. Genau, jetzt fahren wir die Straße wieder zurück, werden das hier noch fertig machen und dann geht es da hoch. Wir haben aber tatsächlich schon wieder 15 Minuten weg, liebe Leute. Hier machen wir mal mit Augen zu und durch. Hat funktioniert. Da ist ab und zu immer mal so ein kleiner Klatscher im Boden. Ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. So, da fahren wir gleich rechts und dann müssten wir die nächste Abfahrt runter. Genau. Aber das machen wir nicht mehr heute. Wir haben nämlich schon wieder bandig überzogen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Da kriegen wir hoffentlich dann die restlichen 240 Kilometer durch. Ich werde hier jetzt noch eben auf die Bahn fahren. Ups. Immer dieses Anecken. Nee, ich muss die Lenkung nachstellen. Das passt so nicht. So, dann bleiben wir hier jetzt tatsächlich stehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sage bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.